Ja, Dirk, im Hintergrund läuft das 24-Stunden-Rennen hier in Köln auf der Kartbahn. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, hier bei dem Event teilzunehmen? Ja, da ich voriges Jahr viel mit dem Christopher Brück zusammen unternommen hat, hat er, wie hier noch ein Team neu an den Start gegangen ist, auch bei mir angerufen, gefragt, ob ich mal für so ein, ja, eigentlich für so einen Spaß auch zu haben wäre. Und da habe ich spontan mal zugesagt. Du warst ja auch schon mal bei unserem Kart-Event dabei. Ich kann mich entsinnen, beim ersten Event hier auch in Köln und im zweiten Event warst du ja auch mit in Limburg dabei. Was macht denn für dich den Reiz von dem Kartsport aus und wie kann man den mit Rundstreckensport vergleichen? Ja, ich denke, es ist etwas total anderes. Der Fahrstil ist total an anders. Man muss genauer fahren, sauberer fahren, darf überhaupt nicht rutschen. Und ja, das Wichtigste an der Sache ist, es macht Spaß und das ist auch der Reiz an der Sache. Wenn du nochmal zurückblickst, die motorsportliche Saison bei dir 2010, wenn du nochmal zurückblickst, wie zufrieden bist du mit der abgelaufenen Saison? Ja, die abgelaufene Saison war für mich relativ schwierig, weil ich dann mitten in der Saison vom GT3-Auto auf die Rallye-Strecke gewechselt bin und diese Umstellung in der Saison war so eigentlich auch nicht geplant, aber es hat sich dann so ergeben. Aber es war relativ schwierig, obwohl dann in der Rallye hinten raus, nachdem ich mich mal wieder ans Auto gewöhnt hatte, war ich eigentlich ganz zufrieden. Da haben wir auch zwei, drei wirklich tolle Ergebnisse noch erzielt. Du bist ja auch schon in der Vergangenheit oft zweigleisig gefahren, also sowohl im Rallye-Sport unterwegs gewesen als auch im Rundstreckensport. Wie bist du denn speziell zum Rallye-Sport gekommen? Der Rallye-Sport ist das, womit ich angefangen habe. Also ich habe die ersten 2, 3 Jahre Motorsport mit einem Rallye-Auto betrieben und bin dann erst zur Rundstrecke gekommen, habe dann viel Langstrecke gemacht und war aber eigentlich jedes Jahr immer beruflich so eingespannt, dass ich ja immer nur wenige Rennen im Jahr gefahren bin. Und da habe ich halt auch immer ein bisschen gewechselt, weil das Rallye-Fahren, das mag ich noch, das macht einen Riesenspaß und ich bin immer so ein bisschen dabei geblieben, trotz Rundstrecke. Und jetzt ist so der Zeitpunkt gewesen, der sich ja auch angeboten hat, um dann wieder richtig auf die Rallye zu wechseln, da ich auch eine ganz tolle Beifahrerin gefunden habe. Du hast gerade angesprochen, die Saison 2011 steht ja unmittelbar bevor. Du wirst aber weniger im Rundstreckensport unterwegs sein, sondern im Rallye-Sport. Mit welchem Auto fährst du und wie wird dein Umfang motorsportlich aussehen in diesem Jahr? Ja, die Planungen sind eigentlich schon fast abgeschlossen. Wir werden also mit dem Team vom Jörg de Vries in der deutschen Rallye-Meisterschaft fahren, werden dort mit einem Gruppe N Mitsubishi Evo 9 fahren und werden versuchen, hier in der Mittelrhein-Meisterschaft bei uns auch noch ein paar Punkte zu sammeln. Trotzdem schließt du aber Gasteinsätze in der VLN-Langstreckenmeisterschaft für dich persönlich jetzt nicht aus im kommenden Jahr, oder? Nein, nein, ich hänge schon sehr an der Nordschleife und Gaststarts oder auch 24-Stunden-Rennen wären schon durchaus möglich, aber das muss auch vom Team und vom ganzen Umfeld passen, dass man das macht. Alles klar, Dankeschön.